Hey, hey, Hallo, hallo, ho! hallo. Ja, da sind wir wieder. Nina und Nina und Michi. Michi. Genau, und wir sind wieder auf großer Reise und haben wieder uns ein paar schöne Sachen für heute ausgedacht. Lieder und anderes. Wünschen euch viel Spaß. Ja, und Michi, ich kann dir auch schon sagen, ich werde jetzt mal wieder so versuchen, zurück zu reisen mit dem Boot. Also vielleicht schaffen wir es ja. Und sind das nächste Mal dann auch schon wieder in Leipzig. Aber das Meer ist immer ganz ungewiss, ne? Das wäre natürlich toll, wenn wir uns mal wieder in echt sehen könnten und auch wieder zusammen was machen könnten. Da würde ich mich sehr freuen. Drück mal ganz doll die Daumen, dass das so wird. Ne? Für das Warm-up heute setzen wir uns wieder. Aber diesmal setzen wir uns ohne Hände, ganz langsam. Ganz langsam in Zeitlupe sinken wir zu Boden. Ganz langsam. Stützen uns auf unseren linken Arm, linke Hand und schwenken.
Tisch. Ich drehe mich hier auf, dass ihr das gut sehen könnt. Piratenschiff über die Meere. Es war ein stürmischer Tag, als Coralla aus dem kleinen Bullauge ihrer Kajüte schaute. Draußen jagten die Wolken über den Himmel und die Wellen schlugen hoch, hoch gegen das Schiff. Aber Coralla, sie lächelte. Sie liebte es, wenn der Wind das Schiff hin und her schaukelte. Rasch zog sie ihren Regenmantel über ihren geringelten Schlafanzug und setzte sich das rote Piratenkäppi auf. Dann kletterte sie über die Holzleiter an Deck. »Hallo, Kapitänchen«, rief Coralla und schlang ihrem Papa die Arme um den dicken Piratenbauch. Captain Pete, ihr Papa, lachte.
Na, Kleine, willst du wieder deine Nase in den Wind halten? Er drehte sich zu Coralla um. Sofort hörte er auf zu lächeln. Stirnrunzelnd zeigte er auf ihr rosa Käppi. Setz doch um Neptuns Willen dieses rosa Ding ab. Rosa ist keine Piratenfarbe. Coralla lachte und zog ihr Käppi noch fester auf den Kopf. Ach, Papa, Piratinnen tragen sowas halt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Warum sollen Piraten denn kein Rosa mögen? Auf Captain Pete's Stirn bildete sich eine tiefe Ärgerfalte. Weil Rosa was für Angsthasen ist und für kleine, winzige Sachen. Und überhaupt, weil ich das sage, ich bin ein gefürchteter Pirat und siehst du irgendwo Rosa an mir? Nein. Coralla aber. Coralla. Sie lächelte einfach nur. Und warf ihrem Vater ein Kusshändchen zu. Rosa Küsschen für dich. Dann stellte sie sich am Bug des Schiffes und hob den Kopf. Der Wind sauste und wirbelte um sie herum und in ihre langen Haare und um die Ohren. Wassertropfen spritzten ihr ins Gesicht. Coralla fing laut an zu singen. Piratinnen sind die mutigsten Mädchen. Piratinnen sind einmalig schlau. Piratinnen gibt's in jedem Städtchen. Schwupp! In diesem Moment riss der Sturm ihr das rosa Käppi vom Kopf. Hey, Wind! Gib mir das sofort zurück! Brüllte Coralla. Aber auf der Stelle, sonst setzt es was! Doch der Sturm heulte nur noch lauter und peitschte die Wellen so kräftig gegen das Piratenschiff, dass es beinahe umkippte. Glaubst du, ich habe Angst vor so einem kleinen Windchen? Schrie Coralla. Nein, ich nicht. Warte nur. Sie kletterte auf die Reling, nahm Schwung und wurde von ihrem Papa am Kragen zurückgehalten. Coralla, beim Klabautermann, was soll denn der Unsinn? Schimpfte Captain Pete. Wenn du ins Meer springst, können wir dich bei diesem Sturm niemals, niemals wieder finden oder herausfischen. Corallas Augen funkelten. Tut mir leid, Papa. Aber dieser blöde Wind. Sie zappelte an Captain Pete's hocherobernen Arm, boxte kräftig in die Luft. Captain Pete schüttelte lächelnd den Kopf. Ist doch gut, wenn das rosa Ding weg ist, meinte er. Ich sagte doch schon, dass Piraten und Piratinnen keine rosa Sachen haben sollen, weil plötzlich wurde er blass und ließ den Arm sinken. Seht nur, da. Coralla befreite sich aus Captain Pete's Griff und stellte sich wieder an die Reling, um besser sehen zu können. Vor dem Schiff erhob sich etwas aus dem Meer.
Etwas Großes. Etwas sehr, sehr, sehr Großes. Es war lila und hatte überall rosa Tupfen. Zuerst sah es aus wie eine Insel. Dann kamen an den Seiten Arme aus dem Wasser. Ein Ungeheuer, flüsterte Captain Pete. Coralla zählte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 Arme. Das ist bestimmt eine Krake. Und auch wenn ein Arm fehlt. Coralla freute sich. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Riesenkraken gesehen und erst recht keinen mit lila-rosenen Tupfen. Captain Pete duckte sich hinter der Reling. Der will uns bestimmt zum Frühstück knuspern, sagte er mit zitternder Stimme. Ach Quatsch, grinste Coralla. Außerdem hast du gesagt, dass Rosa was für winzige kleine Sachen ist. Vor so einem winzigen kleinen Kraken wirst du doch keine Angst haben, Papa. Coralla winkte dem Kraken fröhlich zu. Und siehe da, der Krake, der winkte zurück mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit 8 Armen. Captain Pete plumpste auf seinen Piratenpo. Hilfe, flippte er leise. Schau mal, Papa, er hat doch 8 Arme, rief Coralla. Und dann jubelte sie. An der Spitze des 8. Armes steckte ein kleines rosa Ding. Oh, mein Käppi! Er hat mein Käppi gefunden! Der Krake setzte sich das Käppi auf seinen großen Kopf. Genau auf einen der rosa Tupfen. Coralla, die grinste. Das steht dir gut, schrie sie über die Wellen hinweg. Der Krake wackelte mit dem Kopf, dann nahm er das Käppi wieder ab und senkte seinen riesigen Arm langsam, ganz langsam zum Schiff hinab. Ganz sachte ließ er das Käppi auf Corallas Kopf fallen. Oh, danke, lieber Krake, sagte Coralla. Sie zog sich das Käppi fest über die Haare und warf Handküsschen in die Luft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für jeden Arm eines. Der Krake tauchte wieder tief hinab ins Meer. Dabei entstand eine enorme Welle und das ganze Schiff, ja, das ganze Schiff wurde mit Wasser übersetzt. Dann war es still. Kein Wind, keine Wellen, keine Krake. Was war das? Stütterte
Captain Pete. Coralla lachte. Ach, nur ein kleines rosa Krakenabenteuer. Und jetzt habe ich Hunger, Papa. Fröhlich lief sie am Captain vorbei, gab ihm ein kurzes Küsschen auf seinen dicken Bauch und hüpfte weiter in Richtung Schiffskombüse, der Schiffsküche. Dabei pfiff sie ein kleines Lied. Welches das war, möchtest du wissen? Na, natürlich das vom mutigen Piratenmädchen. Piratinnen sind die mutigsten Mädchen. Piratinnen sind einmalig schlau. Piratinnen gibt's in jedem Städtchen. Schau doch nur mal ganz genau. So, jetzt sind wir kurz vor Ostern und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir euch nach Ostern in echt dann wiedersehen können, wieder mit euch singen und tanzen und andere Sachen machen können und haben deswegen ein kleines Osterlied rausgesucht, das können wir danach noch fortsetzen, da geht es nämlich ums Alphabet. Heute machen wir nur die Strophe mit A, B, C. Und zwar A, B, C, Käschen sitzt im Klee, der Löwenzahn, der schmeckt so gut, oh lieber Has, sei auf der Hut, A, B, C, Häschen sitzt im Klee. Jetzt alle. A, B, C. Häschen sitzt im Klee. Der Löwenzahn, der schmeckt so gut. Oh lieber Has, sei auf der Hut. A, B, C. Häschen sitzt im Klee. Und A, B, C. Häschen sitzt im Klee. Der Löwenzahn, der schmeckt so gut. Oh lieber Has, sei auf der Hut. A, B, C, Häschen sitzt im Klee. A, B, C, Häschen sitzt im Klee. Der Löwenzahn, der schmeckt so gut. Oh, lieber Has, sei auf der Hut. A, B, C, Häschen sitzt im Klee. Prima. Na dann, schöne Ostern und drückt die Daumen, dass wir uns danach wieder in echt in der Schule treffen können. Tschüss.